ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit Eastjade. Jo, dieses wundervolle Spiel. Und ich habe nochmal nachgeguckt. Oh, jetzt muss ich niesen. Das ist ja furchtbar. Ich habe auf jeden Fall nochmal nachgeguckt wegen des Architekten. Und das Problem hatten andere auch. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie einen Triggerpoint verpasst habe oder so. Auf jeden Fall, es hat dann einer eine Lösung gefunden. Und das probiere ich jetzt mal. Wir müssen nochmal in der Nacht hin. Wir müssen auf jeden Fall nochmal in der Nacht hin. Das heißt, ich muss nochmal so einen Trank opfern. Aber ja, genau, der hält mich warm. Und dann probieren wir das nochmal. Und ich gehe mal wirklich mitten in der Nacht hin. Na gut, ist nicht mehr so weit. Aber ruhig mal so rasten. Und also der hat das Spiel dann neu gestartet. Ich muss mal gucken, ob das dann bei mir auch geht. So. Sind hier natürlich keine Leute mehr. So, zack. Und los geht's. Ab die Post. Okay, aber die steht immer noch da in der Nacht. Die friert nicht. Naja, vielleicht gibt der Ochse, der gibt die Wärme ab. Weil der ist ja sehr stark. So, jetzt, er ist oben. Okay, das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Vielleicht, weil ich jetzt nochmal neu reingeladen hatte. Aber das ist jetzt ein gutes Zeichen. Und ich habe ihn da irgendwie nicht erwischt. Aber wenn er da oben steht, das ist schon mal sehr gut. Vielleicht klappt's ja jetzt. Und ich muss das Spiel nicht neu starten. Wir haben ihn. Oh ja, der hat hier so ein bisschen diese Gesichtsdeformation. Who are you? How did you get in? Ingolf hat mich reingelassen. I presume the old man told you why I'm here? Why I've chosen to live in this tower of solitude? Nee. Erklär's mir. When I lived in Lindau, I was an outsider. For a time, I considered moving far away to a new city, where no one would know me. But I came to learn that I would be an outsider wherever I went. Look at my face! It makes children cry. Before I left, I was the subject of chronic nightmares for one child. Her father showed her a new route to school, so she could avoid passing me. Estranged from all others in this tower, I am an outsider. But living in the town, I am an outsider all the same. At least here in my tower, I won't fuel the nightmares of children. I dedicated my life to becoming a great architect. For half a century, I labored at this. I built the city they live in. And how do the people of Lindau know me? I am the disfigured architect. The townspeople don't appreciate what I've done. They dwell in the marvel of my life's work. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil es haben ja einige gesagt, mit denen wir geredet haben, so, ja, total krass, dass der alleine das entworfen hat und so. Also, ich glaube, da ist schon eine Menge Bewunderung. Really? What did it say of me? Es handelt von deinen architektonischen Errungenschaften. Naja, es geht auch um die Entstellung, aber nicht nur. So, someone's finally taken notice of my talent? Well,
That is interesting. That changes everything. It's about time. This conversation. It was almost enjoyable. Perhaps I'll see you again. But now, I'm afraid it's late. Or early, I should say. I don't believe I invited you into my house. Ich muss mal, glaube ich, hier ein bisschen was mit der Helligkeit machen. Weil das ist dann sehr dunkel auf YouTube. Ich guck mal, wenn ich hier auf 60 gehe. Oh, ist jetzt nicht viel Unterschied, aber so ein bisschen, ja. Naja, gut. Wir gehen mal wieder. Ich weiß nicht, also es übrigens, es gibt auch immer wieder Patches. Ja, jetzt ist er da oben. Aber wir sehen uns bald wieder. Ja, vielleicht kommt er dann tagsüber mal raus und geht mal in die Stadt. Also es gibt immer wieder Patches. Ich weiß nicht, ob die das auch dabei gefixt haben oder ob ich jetzt durch das Neuladen das hinbekommen habe. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie hatte ich da, wenn ich das erste Mal dort war, wahrscheinlich einen Triggerpoint verpasst. So, könnte ich noch irgendwas malen? Wenn ich schon. Wenn ich schon hier jetzt mich ein bisschen bewegen kann. Ich weiß es nicht. Jetzt ist zum Beispiel hier keiner bei dem Schiff. Ich probier's mal. Okay. Das ist sehr dunkel. Wieso ist denn jetzt hier nochmal Ene? Okay. Mal gucken. Ich glaube, aber jetzt kann ich wieder nichts malen, oder? Also jetzt, ich wollte ja den Baum malen. Aber gut, wir haben eine Quest immerhin, geschlossen. Was ist das eigentlich? Ach, das ist die Karte. Das ist die Karte. Steinquellküste. Gut. So, ah nee, das geht weiter. Ich habe den Architekten Assad getroffen und ihm von dem Buch, das über seine Arbeit geschrieben wurde, erzählt. Er scheint mir eine eher kühle Persönlichkeit zu besitzen und hat mich gebeten, seinen Turm zu verlassen. Aber vielleicht kommt er dann mal raus und vielleicht gibt es dann wieder Konflikte, weil dann die Leute erschrecken, wenn sie ihn sehen. Ich weiß es nicht. I just can't wait to go home and show everyone this magnificent portrait. The beauty of my features entirely makes up for your lack of proper art training. Okay, ich kann mit ihm reden, obwohl er schläft. Soll das so? Oder redet er im Schlaf? So, machen wir hier die Tür zu. Und ja, ich will wieder den Tag nutzen. Um 5:30 aufstehen. So, manche haben mehr zu sagen. Okay, ja. So, der Pets. Azad is back. Oh no! Have you spoken with him? Only briefly. He was milling about here, inspecting every architectural detail. I saw him strolling around town this morning as if he'd never been gone. I can't believe it! Where has he been all this time?
I heard he was hiding in that abandoned tower. He always was funny, that one. He'd been missing so long, I thought the worst. I'm glad he's okay. What? Thanks again for that painting. Damn fish aren't biting today. Was steht denn jetzt hier? Assad hat sich aus seinem Versteck gewagt. Unser Gespräch muss ihn dazu bewogen haben, ich sollte ihn in Lindor aufsuchen. My garden is filled with all sorts of wriggly... Die Marvellen. That poor man. He had quite a gruff personality. Not very sociable. But I don't think he meant to offend people. I hope he's very happy, wherever he is. Okay, das ist noch der alte Dialog. So, Zugang zu Nava, das haben wir ja schon. Take care now. Oh, morgen ist das auch schön. Aber es ist krass, die Sonne, die geht irgendwie hier auf und hier drüben unter. Also, nicht, es geht nicht sehr weit. So, Madame steht hier wieder. Aber wo ist der Architekt? Oder ist es noch zu früh? Vielleicht ist er noch... Also noch nicht... hier rübergelaufen von seinem Turm. Vielleicht ist es noch zu früh. Habe ich sonst noch was? Alter, ich habe so viele Quests offen. Okay, das ist das. Das ist in Nava. Das ist in Nava. Ein bestimmter Vogel mit einem bestimmten Ruf. Aber vielleicht muss ich da auch erst ein Buch finden dazu. Das da. Da hat er einfach nur gesagt. Ich habe das nochmal im Video gesehen. Das ist 100 Schritte entfernt. Aber er hat nicht gesagt, in welche Richtung. Also ich kann eigentlich da im Umkreis irgendwie von 100 Metern das alles... Oder 50 Metern oder so muss ich das alles nochmal durchsuchen. Ich kann nach Nava und das muss ich auch in Nava machen. Da muss ich das, genau, da muss ich das malen. Ah, da ist er. Ja, das ist, das wird aber hier nicht so wirklich genutzt, obwohl das so schön ist. This building is truly a marvel. A masterwork of architecture it is. Du bist aus deinem Turm gekommen. Yes. It would have been a shame to have designed such a beautiful city and not enjoy it for myself a little longer. Warum nur noch ein wenig länger? I've decided I'm going to move away. It pains me to think that I leave behind my creations, but it pains me more to think of more interactions with these wretched townspeople. Which actually brings me to something I wanted to ask you. Okay. I have some work for a painter like you. Mistake me not, painting is an objectively inferior art form, especially when compared to something as functional as architecture. But in this one instance, I could use your skills. Ich bin nutzlos, aber du brauchst mich. Nein, das sagen wir natürlich nicht. Was brauchst du? I've decided I'm going to move away. It pains me to think that ja, okay, das I'd schon. Like a painting of this very city. The composition should include this very town hall, okay. The perched gazebo, and the inn. Ja, das sollte ich hinkriegen, wenn ich mal wieder Stoff habe. If you hesitate too long, I'll just find someone else. You painters are a glowstone a dozen. Na, eigentlich nicht. Also, es gibt noch die kleine Sanja. Die kann es ja vielleicht auch malen. Also, Gasthaus, Pavillon und dieser Turm hier sollen gleichzeitig drauf. Aber ich habe keine Leinwand. Wie viel? Oh, Bretter habe ich auch nicht mehr viel. Und man könnte das
könnte das so zum Beispiel malen. Also das ginge. Aber ist gar nicht so einfach. Gäbe es da noch einen anderen Blickwinkel? Vielleicht von da. Ja, ja. Vielleicht von da drüben. Ich weiß es nicht. Ach ja, und ich habe irgendwas gelesen in der Patch-Notiz, dass. Das hier ist. Das ist nicht schlecht hier. Ja, okay. Das hier ist besser. Das sieht gut aus. Das ist sozusagen die Skyline. Ich habe irgendwie gelesen, dass wohl Bretter auch mal nachgespawnt sind und das haben sie jetzt rausgepatcht. Also, es gibt nur eine endliche Anzahl von Brettern. Aber ich schätze mal, dass wir uns irgendwie Leinwände kaufen können in Nava. So. Ich mache jetzt mal nicht die Schnellreise, sondern ich möchte nochmal nach den Wasserfüchsen suchen. Das wäre mir ein Anliegen. Für Kohle habe ich eigentlich, naja, nicht so viel. Nicht so wirklich. So. Aber es gibt einiges zu tun. Und in Nava gibt es wahrscheinlich dann nochmal irgendwie 20 neue Quests. Also bin ich mal gespannt. Ah, wo finden wir diese Höhle mit den Wasserfüchsen? Kann ja ganz klein sein, der Einschlupf. Okay, Wurzeln spawnen offenbar nach. Aber hier hoch. Pilze lasse ich mal. Das spawnt vielleicht auch nach, aber Bretter eben nicht. Wo könnte das sein? Da ist er. These trails aren't gonna take care of themselves. Ja, ja, ist ja gut, aber nee. These trails aren't gonna take care of themselves. Tschüss. Dass der ihm dann gar nichts mehr zu der Quest sagt. Weiß er nicht, ob an so einem der Rückseite von so einem Stein was ist. Noch irgendwie ein bisschen überfragt. Da hier vielleicht irgendwo an dieser Wand. Aber ich glaube, das wird ja nicht so ganz entfernt sein. Was ist da denn? Oh, kommt aber auch so schlecht dahin. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass es dann hier ist, wo man fast nicht hinkommt. Hier komme ich überhaupt nicht weiter. Nee, das ist hier nicht gedacht, so dass ich da hinkomme. Mal vielleicht ganz von außen rum. Nee, ich komme hier definitiv nie durch. Ich komme hier in diesen Bereich, komme ich gar nicht rein. Der sagt ja 100 Schritte. Was heißt das denn, 100 Schritte? Wie viel sind 100 Schritte? Also es kann echt nicht weit sein. Vielleicht
Ja, ich hätte ja gedacht, so an so einer Felswand. Aber... da ist nichts zu finden. Guck ich mal hier hin. Ist auf jeden Fall so ein Trampelpfad. Ach, hier. Ich war immer auf der falschen Seite. Okay, krass. Wasserfuchsbau. Hier gibt's auch Inspiration. Kleines bisschen zumindest. Oh. Den muss ich jetzt fangen, verstehe. So, ich habe ja Eier schon gefunden, also könnte ich die einfach da reintun. Köder festmachen. Ach so, das... man muss halt den richtigen Köder haben. Die können unter Wasser laufen. Der Wasserfuchs kann unter Wasser laufen. Okay, ich darf nicht zu nahe hin. Muss mir das aus der Distanz anschauen. Ja, ist ja gut, Kleiner. Können wir hier noch weiterlaufen? Na gut, ich. You managed to trap him. I heard the shrieks all the way above ground. I need to administer the sound. Ja, tu das. Well, I guess I should thank you. I was ready to give up on this damned water fox. Listen, it's pretty clear that you're a nature lover. I don't know how you managed to catch that animal, but I do appreciate it. Let me show you how to make a snug tent. Oh. Should be useful for someone like you, roaming the country and all. Oh, yeah. It will give you a place to relax if you need to kill time, and shelter if you find night sneaking up on you. Oh, yeah. Zeltbauanleitung, dankeschön. Der ist zwar so ein bisschen grummelig, aber eigentlich doch ganz nett. Und das kann man natürlich auch malen. Okay, aber hier geht's nicht weiter. Oder? Hä? Na cool, dann haben wir... naja, die eine Quest noch nicht abgeschlossen, aber... das hier haben wir jetzt abgeschlossen. So, und wie macht man Zelte? Hier. Stoff? Oh, aber ich brauche doch Stoff für Leinwände. Schnüre sind kein Problem. Und eine Feuerstelle. Das wird meinen Rastplatz warm und kuschelig halten. Da brauche ich nur Stöcke? Okay. Es gibt nichts Besseres als ein festes Dach über dem Kopf und ein Federbett. Aber ein Zelt ist dennoch ein sicherer Rückzugsort, auch sehr praktisch, um die Zeit totzuschlagen. Muss auf festem, geraden Boden platziert werden. Aber kann ich das dann wieder abbauen und mitnehmen? Müsste ja gehen. Weil das hier werde ich dann nicht wieder abbauen können. Aber brauche ich das plus das? Damit ich nicht friere? Oder das, um es warm zu halten und das, um... dann schlafen zu können. Naja, werde ich irgendwie rausfinden. Cool, 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 cool. So.